Hier eine etwas konkretere Anwendung des Tresca-Kriteriums. In der Abbildung ist der Spannungszustand an einem kritischen Punkt des Sitzrahmens eines PKWs gegeben, und zwar während eines Aufprallvorgangs. Zu bestimmen ist nun die notwendige Fließspannung des Materials, das hier Anwendung findet, und zwar ohne einen Sicherheitsfaktor einzurechnen. Verwenden wollen wir dazu wieder das Tresca-Kriterium. Dieser Sitz und das alles ist natürlich nur, damit es schöner ausschaut. Brauchen dann nur das hier. Eine Platte, genauso wie im vorherigen Beispiel 73, das wir jetzt übersprungen haben, einfach ein ebener Spannungszustand, der halt eine Belastung Sigma X hat und Tau XY. Das ist das Minimalmodell, das man anwenden kann, um hier eine Stahlsorte auszuwählen, so wie es gefordert ist. Und da ist jetzt die Frage, naja, nach Tresca steht hier, rechnen wir es einfach beide, Vergleichsspannung nach Tresca, zweimal Tau Max eben, ja. Ich nehme lieber den Radius gleich, weil wir haben Sigma X gegeben und wir haben Tau XY gegeben, Sigma Y ist halt 0. Also nehmen wir den Radius, sonst müssen wir das wieder getrennt ausrechnen. 2 mal Wurzel Sigma X minus Sigma Y, Klammer Quadrat halbe, plus Tau XY Quadrat, wobei Sigma Y halt 0 ist. Und dann kommt hier eine Spannung von 682,64 Megapascal raus. Das ist die reine einachsige Vergleichsspannung für das Kriterium nach Tresca, ohne Sicherheitsfaktoren oder was. Gleiches für das Mises-Kriterium. Das ist für den ebenen Spannungszustand Sigma X Quadrat plus Sigma Y Quadrat minus das Produkt aus den beiden, Sigma X, Sigma Y, plus 3 mal die Schubspannung quadriert und aus dem Ganzen die Wurzel. Auch hier eingesetzt, das steht ja alles oben, wie groß die Werte sind, sind es dann 658,48 Megapascal. Also Sie sehen daran, dass das Kriterium unterschiedlich bewertet natürlich, weil da eine unterschiedliche Vergleichsspannung rauskommt. Und das heißt jetzt nicht, das ist öfter mal die Frage, das heißt jetzt nicht, naja, legen wir halt immer noch Tresca aus, weil da ist man auf der sicheren Seite, sondern das heißt nur, man muss sich bewusst sein, wie sich das Material verhält, welches man nimmt. Das kann man nicht sagen, nur weil das größer ist, ist es besser für das jeweilige Material, sondern man muss wissen, was das Material in etwa macht. Ja. Also das ist, muss kleiner gleich, Sigma Yield ist der englische Begriff für Fließspannung.